So. Ich finde, diese Brücke ist niedlich. Scooby, willst du uns meine Lich King in ihr eintragen? Ruhig zufällig. Hm. Denn wir beginnen jetzt Punkte fürs PvE-Gear zu farmen. Ja. Ach, sind die das tatsächlich schon? Gerechtigkeitspunkte, ja. Ja, stimmt, die sind ja jetzt von Cutter. Lol. Das Einzige, was Scooby hier jetzt noch braucht, ist seine Tanks weg. Ach. Ja, in der Tat, 7-mal pro Woche können wir, es ist schon 84. Ja, wenn wir dann 85 sind, ist das wahrscheinlich schon ein Teil, ne? Was wir uns da aussuchen dürfen. Bei der PvE. Ja, aber wir raiden ja auch mit denen hier, deswegen ist alles kein Problem. Also einen Noob haben wir schon verloren. Ein anderer ist in einer anderen Phase gefangen. Ich muss kurz gucken. Ich bin gar nicht Tank. Ja. Moment. Das sieht cool aus. Der Gladiator. Brutalen Gladiator. Krass. Ein Worken. Der kann... Der... Hätte er erstmal Arena gespielt oder was hat er gemacht? Battlegrounds. Ja. Aber man muss auch, wie ich bedenke, in Race of the Lich King ist das PvP-Gear von Burning Crusade das aktuelle quasi. Ja? Also das nimmt da jeder. Ja. Aber jetzt Worgen, das heißt ja. Er hat das noch nicht lange gemacht. Oder er hat Rasse gewechselt. Oh, stimmt, das kann sein. Ja, das gibt's ja, Leute. Nichtsdestotrotz gab es nicht mal hier, und ich meine hier, genau hier, Quests. Ja, ich glaube auch. Vielleicht auch da draußen. Meine hier, genau hier. Das könnte auch Turm Utgard gewesen sein. Nee. Ich meine, man hat hier von so einer Blutelfin das Quest gekriegt, diese Waffen einzusammeln. Ja, und solche Statuen und so. Aber ich glaube, das mit den Statuen ist auf jeden Fall der Turm. Ja, mit den Statuen ist der Turm. Wann war der schlecht? 3000 Erfahrung, episch. Hier, übrigens, kannst triggern. Boah, wie geil sieht das Feuer denn bitte aus? Ja. Hier werden alle Stunts genutzt. Boah, mich kotzt jetzt schon dieses Geräusch vom Skorpion. Hm. Super sicke Story übrigens. True Story, Scooby. Also, heute hat mich jemand angeschrieben von meinen Adlerfedern, ja. Wie viele ich habe. Und hat da so ein paar Sachen gefragt, wie man die so und so verarbeiten kann und so für Fallbau. Und habe ich ihm geantwortet und so. Und ich habe mal seinen Namen gegoogelt und die E-Mail-Adresse. Das ist von so einem chinesischen traditionellen Kampfsport. Nicht Verein, sondern so eine ganze Schule, ja, die er gegründet hat, tatsächlich. Ja. Und der ist 7. Dan. Einfach sick. Also so eine richtig anerkannte Schule, die in Europa als anerkannt ist. Krasse Typ. Alter, musst du den als Kunden schnappen. Habe ich. Ich habe nämlich gesagt, ich habe ihm das so erklärt, wie die traditionell verarbeitet werden und so, und er will nämlich so eine ganz traditionelle Sache, dass man die, so mit Hasenkleber irgendwie festmachen und so. Also extrem historischer Mensch.
Und habe ich ihm gesagt, kann ich ihm nicht genau sagen, was man damit alles machen kann. Ich schicke ihm eine zur Ansicht umsonst, ja. Und Porto übernehme ich auch. Habe ich ihm geschickt, Scribble. Oh. Hast ihm gar ein schlechtes Gewissen eingeredet, dass er dann bei dir auf Welt kommt. Ja, ne, Scribble, nice von mir. Du denkst endlich global, Koja, nice. Genau. Global denken, lokal handeln. Ich bin so stolz auf dich. Übrigens, wo wir gerade bei solchen Aktionen sind, eben Company of Heroes fast gewonnen. Oh. Linus Spiel, also Code Spiel. Das kackst du nicht raus. Hängt sich auf. Nein, es hängt sich nicht auf. Es ist einmal abgestürzt. Ungefähr so wie die Siegchance. Einfach blub. Hat der Computer hat doch meine Leute übernommen. Ja, das. Es war zwar dann besser, aber immer noch nicht gut genug. Wir haben ziemlich gute General Strategy eigentlich schon drauf. Ja. Die, oh, guck mal, das Wasser glänzt. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hm, ja, genau. Koja lief ja mit den Briten Mörser-Unterstützung. Die Carrier geben uns am Anfang immer guten Vorteil. Und meine Schützen und Pioniere cappen halt etwas, die cappen ist. Ja. Bin ich hier jetzt einmal rumgelaufen? Ja. Wie klein ist denn der Wolf? Warum ist er so klein? Hä? Alle sind so klein. Weil das ein richtiges Pet ist. Das ist ein Pet? Also so ein Haustier. Lol. Ist ein Wargwelpe. Die halten sich schon selbst. Nee, bitte. Ja, Scooby und ich, wir sind unseren Haustieren treu, ja. Ich bin meinem Szenarios-Jungtier und Scooby mit seinem doppelköpfigen Höllenhund da. Was hast du gegen doppelköpfige Höllenhunde? Jetzt mal seriously. Er war dir doch von Anfang an Dorn im Auge. Ist es, weil er zwei Köpfe hat? Wenn ich mir das so überlege. Ja, das könnte sein eigentlich. Wie viel HP die Gegner haben, ist ja gar so schön. Was soll ich jetzt sagen, Koja? Das sind mehr als wir haben. Na, ich meine nur, das ist so ein Riesensprung von vorher. Das stimmt. Und trotzdem gehen die ziemlich schnell an. Ja. Läuft eigentlich so ganz gut. Außer, dass Scooby jetzt down geht. Nein. Tap, der ist weg. Mit den Leuten hier los. Ständig die Gruppe verlassen. Tja. Schreib nicht West. Schreib es nicht. West ist dieser Schaden. Ich habe extra versucht, leise zu tippen, aber es ging einfach nicht.
haben wir das so. Und jemand hat die Dungeon-Einladung abgelehnt. Oh nice, jetzt haben wir einen. Mana geht. Oh, wo ist denn das geblieben? Ah, Wiederbelebung und stuff. Ich schau mal, wo die Bosse sich ja sicher aufhalten. Ah, der nächste kann man gleich schon mal ärgern, ne? Ja. Hier ein bisschen mal zu kumulieren. Waffen gehen mal ein bisschen zu. Ach, jetzt kriegen wir wieder für die Waffen. Echt jetzt? Jo. Ich hab schnell wieder einen angelegt. Waffenskill gibt's nicht mehr, oder? Gibt's nicht mehr? Warum das denn? Jeopardy wurde abgeschafft. Ich meine, das fand ich immer so witzig. Du meinst, weil du immer 0 hattest? Ach, es war halt witzig. Wenn ich da mal draufgeschlagen habe, habe ich gleich gelevelt. Du kriegst kein Damage. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich krieg Damage. Und Waffenpuff? Ist mir Mana geblieben. Jetzt hier macht immer Mana Burn. Illegales Mana brennen? Schwarz brennen. Das war so episch, als wir hier das erste Mal waren. Ja, beim ersten Mal haben wir 4-5 Versuche gebraucht, den ersten Boss zu legen. Und da war auch noch alles her da. Das stimmt. Ha, Frostgrab, you guys. Just how we play. Für uns ist noch nichts dabei gewesen. Wait a sec. 54 Ausdauer einfach mal mehr. Schnindert. Guck, jemandem anderen ist das auch aufgefallen, mit so einem Gladiator-Kampf. Ja. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch schon genug Ehre, um uns das meiste zu kaufen. Ja, stimmt. Wir wissen gar nicht, wie teuer das ist. Schau mal. Ich die Augen zusammenkneife, wenn es so knapp wird, ne? Ich will nicht sagen, dass ich alles unter Kontrolle hatte, aber ich hatte gutes Gefühl.